Hallo und herzlich willkommen zurück bei XCOM Long War of the Chosen. Ich bin's, der Black. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja eine Notfallmission, denn einer ist unserer Verstecke oder eines unserer Infiltrationsteams, die auf Versorgung oder auf Aufklärung gestellt waren. Die wurden tatsächlich entdeckt und wurden angegriffen von einem Chosen, von dem Hexer. Den haben wir besiegt, inklusive der ganzen Meute, die drumherum war, haben allerdings einen versteckten Mitarbeiter verloren. Nun gut. Mit Schwund muss leider gerechnet werden. Auch das kann passieren. Sagst du irgendwas? Advent Burger, ja. Essen Sie schon oder werden Sie gegessen? Ganz genau. Wir finden unsere Verstorbenen in der Regel hier. Allerdings die versteckten Mitarbeiter werden offensichtlich nicht hier geehrt. Schade, der Arme. Hätte er sich verdient. Nun gut. Er ist tot. Kommt der Nächste. Was wollen wir machen? Schlimmer wäre es gewesen, wenn es einen unserer Soldaten erwischt hätte. Gut, hoffen wir, dass es weiterhin so geht. Der Beta-Trupp ist wieder zu Hause. Wir brauchen den jetzt auch nicht mehr auf die Mission schicken, die wir hatten. Das wird einfach nicht mehr ausreichen. Wir haben weitere Kameradschaften verfügbar. Allerdings, auch da gilt wiederum, ja, die sind alle, dazu brauchen wir erst die, das Trainingszentrum, genau. Ich habe hier einen kleinen Zettel, wie ich meine Räume anordnen will, deswegen kann ich darüber gucken, falls sich jemand gewundert hat. Und da steht natürlich auch drauf, was ich brauche, und das Trainingszentrum ist das, was wir wollten. Berichten Sie all Ihren Verbündeten vom heutigen Sieg, denn Ihre fehlgeleiteten Hoffnungen sind der Nährboden meiner Leidenschaft für die Vision der Ältesten von Ihrem Niedergang. Ja. Ihr seht schon, der Hexer ist zwar besiegt worden, aber der taucht halt wieder auf. Die können quasi wiedergeboren werden. Unglaublich nervige Eigenschaft. Dafür haben wir hier eine schöne Mission. Einen Wissenschaftler. 7 bis 9, 14 Tage. Wir gucken es uns mal an. Ist eine große Karte. Setze Kurs auf Indonesien. Das heißt, die Mission würde etwas länger dauern, aber das ist ja egal. So. Beta-Trupp ist natürlich am Start. 50%, 10 bis 12 mit Infiltration. Nein, lass mal. Dann können wir auch hier weiter scannen. Egal. Kriegen ein neues Ziel. 0 Tage, 22 Minuten. Keine Frage, das Ding ignorieren wir. So, hier haben wir Feindmaterial. Das war die Mission vom Alpha-Trupp, wo wir hoffentlich mal ein bisschen was rausbekommen. Wir werden die Infiltration verstärken. Sind auf 10 bis 12 runter und starten den Einsatz. Gucken wir mal. Scheinbar spiegeln meine Kopfhörer ein bisschen. Naja, ist egal. So. Beschaffe Edward-Vorrat Wildnis Westasien. Da sind wir. Sichere und extrahiere den Edward-Vorrat. Evakuiere alle Soldaten. Advent-Truppen transportieren auf dem Luftweg einige Vorratskisten aus dem Gebiet ab und uns bietet sich eine Chance, auch welche abzugreifen. Orten und markieren Sie die Kisten mit Sendegeräten. Dann erledigt Firebrand den Rest. So, alles klar. Genau das werden wir tun. Genau das ist unser Ziel. Wir werden wahrscheinlich nicht alles rauskriegen, weil wir so viele Soldaten haben und weil wir nicht verdeckt sind. Der Einzige, der verdeckt ist, ist unser Shinobi-Wolf. Verstanden. Also Mondwolf. Drücke aus. Den werden wir auch gleich ein bisschen nach vorne ziehen und gucken. Feindliche Einheiten entdeckt. Nur eine Drohne, ist okay. Und gucken, dass wir hoffentlich nichts aufdecken hier. Begebe mich zu dieser Position. Gehen wir hier hin. Ist schwierig, weil wir hier auf jeden Fall über diese Karte, die kenne ich, man muss erstmal hier drüber kommen. Und das ist nicht immer leicht, wie man sieht. Wir werden so weit wie möglich gehen, ohne diese blöde Drohne zu aktivieren. Wurde gesehen. Das ging so richtig schief. Okay. Gut. Es ich komme ändert nichts. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, wenigstens ein paar Kisten rauszukriegen. Denn logischerweise. Na komm, machen wir nochmal. So. Denn logischerweise haben wir es jetzt geschafft, erstens unseren Shinobi aufzudecken.
Zweitens sorgt das dafür, dass die Kisten potenziell rausgeschafft werden. Geschütz haben sie auch noch da. Aber ja gut, wir werden sehen. Vielleicht ziehen sie auch doch noch keine Kisten raus. Wir werden sehen. Wir hoffen einfach. Das Günstigste und das Beste. Mehr geht gerade gar nicht als hoffen. Bin unterwegs. Denkbar schlechter Start. Aber es war auch eine schwierige Mission von Anfang an. Schon unterwegs. Ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass uns diese blöde Drohne schon so weit aufklären kann. Aber ja, offensichtlich. Wird gemacht. Soll man sich nicht auf das verlassen, was man denkt. Ich habe schon gesehen, dass die Aufklärung gebe Feuerschutz weg war. Advent hat schon ein paar Kisten zur Extraktion markiert. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht für uns markieren und den Transport verhindern. So, da hinten haben wir einerseits ein Advent-Geschütz. Andererseits eben diese Dinge. Ich denke mal, zur Extraktion werden wir ihn hier bringen. Kann ich denn mit hier? Nein, kann ich nicht. Wen haben wir denn noch? Haben wir irgendwo eine Rakete am Start? Du kannst schießen. Hier haben wir eine Rakete, die kann aber auch nicht so weit. Okay, hätte klappen können, tut es aber leider nicht. Ich gehe mal kurz hier vor, vielleicht hilft das schon. Befehl bestätigt. Um eine Rakete hinten reinzuballern, nein, kriegen wir nicht hin, das auszuschalten. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin und werden diese blöde Geschütz ausschalten. Hoffentlich. Präzisionsschuss plus 50% Crit-Chance. Das heißt, wir haben 50% Crit-Chance. Plus 30, Charakterfähigkeit plus 10, Waffen-Crit-Chance plus 10. Das heißt, man geht maximal auf 50. Okay, man kriegt nicht mehr. Schade. Na gut, wir hoffen trotzdem, dass es reicht. Selbst mit einem normalen Schuss und höchsten Dingens würde es ausreichen. Gucken wir. Außerdem haben wir ja panzerbrechende Munition. Na, was sagt ihr dazu? Die sorgt ja dafür, dass auch ein bisschen was weggeknackst wird. So, als nächstes gehen wir hier runter mit dem Muni. Werden wahrscheinlich irgendwas aktivieren. Wir sehen gerade nichts, aber wir werden wahrscheinlich irgendwas aktivieren. Ich sehe Advent-Truppen. Aber andererseits müssen wir halt jetzt auch ein bisschen Meter machen, denn wir wollen ja die Kisten haben. Gute Arbeit. Das Ortungssignal von Advent ist ausgeschaltet und unser Sendegerät aktiv. Firebrand übernimmt den Transport. So, das Gute ist, dadurch, dass die hier hinten weggezogen sind, kommen wir trotzdem nicht ran. Es sei denn, ich trickse ein wenig, gehe mit dem Kletterhaken ein wenig hier rüber. Bewegung. Und kann so diese Kiste hier für uns markieren. Ein langer Marsch! Meine versklavten Artgenossen! Okay, ein Mech ist mal wieder mit am Start. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wer war denn dein Teammate? Der Fendilator, den ziehen wir ein wenig vor. Geht in Ordnung. Werden dir das Team wirken? Zusammen sind wir stark. Und in Deckung stellen. Wenn die Kiste nämlich weg ist, dann haben wir keine Deckung mehr. Das wäre doof. Das heißt hierhin. Der liebe Black. Der liebe Black hat sowieso. Der liebe Black hat jetzt schon einen im. Ja, könnte man machen. Kann auch ein Stückchen vorrücken. Rücke vor! Genau, wir gehen ein bisschen nach vorne. Gucken, dass wir den einen vielleicht schon ausschalten, den Dektoiden. Natürlich nicht mit einem Schuss, das war fast zu erwarten. Wir können mit Don Goku noch einen Pistolenfeuerschutz geben. Der wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ach gut. Biete Feuerschutz! Dann hätten wir hier noch eine Rakete. Euch hatten wir vorgezogen. Trifft die Rakete hier vorne irgendwo irgendwas? Die könnte treffen. Aber. Nee, ich treffe nur den. Wir haben auch noch die Erschütterungsrakete. Ah, nee, macht auch keinen Sinn. Dann geh mal in Feuerschutz. So? Scanne Gebiet! So, die sollte ich auch irgendwo in Sicherheit kriegen. Momentan geht das nämlich nicht.
Das heißt, ich ziehe die jetzt hier runter. Und gut. Rücke aus! So, dann haben wir die Granaten auch nicht weiter vorne, falls wir sie brauchen. So, Sauron hat die Vipo leider nur gestreift. Am Ziel vorbeigeschossen. Ja, leider. Oh, Mist. Ich brauche ein Medikit. Das ist echt nicht gut. Das lief jetzt gar nicht gut. Ja, gut. Mundi hat's wieder mal erwischt. Wir kennen's ja. Okay, der versucht uns nur zu... ja, hat uns jetzt desorientiert. Das sollte aber trotzdem wieder hinrauen. Die bewegen sich. Sind aber noch nicht aktiv. Firebrand ist zum Abladen auf Deck. Markieren Sie weitere Kisten, Menace 1-5. Verbindungsfehler. Erwarte Befehle. So, okay. Nein! Wir müssen auf jeden Fall den Mondi da irgendwie rauskriegen. Gucken wir mal, ob wir das durch... Nee. Sektoid werde gehen. Advent Schütze wäre auch nicht schlecht. Advent Hüter. 98%. Ja. Machen wir das hier so. Nee, wir machen es nicht so. Ach, Ducky. Aber es hat gereicht, um den Mondi rauszukriegen. Okay. Das ist, denke ich, nicht unwichtig. Damit das nicht nochmal passiert. Hey, da drüben ist etwas. So. Bewegt er sich auch nicht mehr? Okay, es gilt dasselbe wie immer. Mondi ist noch geschützt. Das heißt, er hat schwerer, als ich gedacht hätte. Noch keinen Schaden abbekommen. Das ist gut. Allerdings, ja, wie gesagt, kann sich das durchaus ändern. Etwa ein Tüter. Ich kriege hier keine Deckung. Bei dem könnte ich hier hinten in Deckung, würde aber die anderen triggern. Ich lasse Mundi mal kurz noch frei. Gehe mit dem Bushmaster ein bisschen. Was ist da drüben? Ne, die will ich noch nicht aktivieren. Splittergranate auf die Jungs hier hinten. Würde bedeuten, na, ich werde wahrscheinlich den Ingenieur nicht treffen. Aber vielleicht kriege ich ja seine Deckung immerhin weg. So, und hier muss ich mich entscheiden. Advent Schütze oder Advent Hüter? Ich gehe mal so hier. Werfe Granate! Alles klar. Ein bisschen angehittet. Nicht perfekt. Du bleibst mal ganz kurz, wo du bist. 70% Schuss auf den da. Objekte gesichtet. Feind terminiert. Gut. Ich könnte auch langsam noch ein bisschen vorgehen. Zwar schön, zu Befehl. Oben, aber noch schöner wäre es, wenn wir da nicht durchkommen. So, Ventilator. Ventilator hat gerade kein Ziel, außer... den da. Dadurch würde ich ihn natürlich aktivieren. Feindkontrolle, nee, beziehungsweise ich würde ihn abschalten. Ich heb mir das noch auf. Gehe mit Sauron ein Stückchen weiter vor und guck mal, ob ich jetzt eine Rakete irgendwo hinkriege. Mit einer halbwegs vernünftigen Zielgenauigkeit. Ja. Naja. Erschütterungsrakete, wir kommen immer noch nicht weiter. Badamilch. Dann wahrscheinlich Feuerschuss, ne? 65%, ne, das ist bestätigt, Überwachung läuft. Wir ziehen den Mundi ein bisschen ab. Er hat ja jetzt schon mal einen reingewischt gekriegt. Das muss es sein. Aber wenn ich da hinten keinen aktivieren, dann gehen wir ein bisschen zurück. Können in der nächsten Folge vielleicht mit dem Schwerthieb ein bisschen was reißen. So, der da wird da oben aktivieren. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ist aber okay. Ich werde nicht zurückweichen. So, Ventilator. Ventilator geht mal hier. Was ist da drüben? Dafür ist er zwar ein bisschen in der Flanke von den anderen, aber ich hoffe, das wird ausreichen. Mir entgeht nichts. Ah, das habe ich befürchtet. Sie sichern sich diese Kisten so schnell, wie sie können. Wenn wir auch unseren Anteil wollen, müssen wir genauso schnell sein. Ziel steht noch.
Daneben! So, gucken wir mal. Das gegen angegriffen. Den Schaschlik, das ging auch gut. Das ging ebenfalls gut. Das war knapp. Die zwei gehen in die andere Richtung. Ist okay. Desorientiertheit ist dafür bei ihm entfernt. Wir werden erst einmal mit dem Scharfschützen den Adventschützen aus dem Gefecht nehmen. Suchen wir nicht hier nach? So, sehr schön. Moni hat wieder Ducky hat wieder zugehauen. Muss aber nachladen. Werden wir tun. Rock'n'Roll! Okay, wir gehen mit Bushmaster hierher und hoffen, dass wir diese Jungs jetzt rausnehmen. Komplett. Endgültig. Wir gehen ein Stückchen rüber, um da nichts zu beschädigen. Granate! So. Oder wenigstens einen von beiden. Das wäre gar nicht schlecht. Okay, wir haben einen von beiden raus. Und bei dem anderen den Feuerschutz entfernt. Sehr schön. Du kommst jetzt an den ran. Kannst du eigentlich hinlaufen zu dem... Nein, kannst du nicht. Okay, nicht so wild. Dann geh mal schnetzeln und hoffe, dass du nichts aufdeckst. Das machen wir, indem wir uns wirklich neben das Feuer stellen. Ist zwar nicht immer das Schönste, aber das machen wir so. Den habe ich ganz sicher erwischt. Diese Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Frontlinie ein. Ein Muton. Okay. So, wir haben leider auch keine Möglichkeit, diese beiden Kisten zu erreichen. Alle beide werden für uns verloren gehen. Das ist okay in der Form, dass wir, naja, damit leben müssen. Wir werden hier hingehen. Ein gewagtes Vorgehen. Ich werde die Kiste noch nicht aktivieren, weil mit ein bisschen Glück... Ich sehe jene, die noch den Ältesten dienen. Ist das die Kiste, die das nächste Mal aktiviert wird? Mit ein bisschen Glück. Hier kann ich... Naja, ich kann hier in Deckung gehen, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, um das Teil einzusammeln. Da bin ich nicht auf einer Ebene. Ich probiere es trotzdem. Bin unterwegs. So, lieber Black Mask. Do your thing. Ah, doch reicht. Okay, wir haben den Ethereum-Kern gesammelt. Besser als nichts. Ich habe das Paket. Der Ventilator, der kann vorrücken, der wird vorrücken. Die Frage ist, wie weit? Bis dahin kommt er eh nicht. Ich schmeiß ihn mal hier hin. Damit kann ich wieder hacken. Brauchen wir momentan aber nicht. Feuerschutz und gehen mit Sauron voll vor. Wir müssen ein paar Meter machen, damit wir ein paar Kisten einsammeln. Es dürfen nicht zu viele verloren gehen. Vier sollten wir mindestens nehmen und alles, was wir zusätzlich kriegen, ja. Das lohnt sich halt. So. Los geht's. Tschüss, Kiste. Advent hat die erste Kiste auf dem Luftweg rausgebracht. Wir müssen uns beeilen, wenn wir die anderen für uns wollen. Kommen näher. Gehen runter. Und die aktiviert es zumindest. Okay. Wir haben einen Advent Mech und einen Raketenschützen. Die Überwachungsdrohne, die geht mich erstmal nichts an. Wir schauen mal. Ganz kurz. So. Nein. Hier. Übernahmeprotokoll. Übernahme läuft. Übernehmen geht nicht, das ist viel zu viel Risiko. Wir können ihn aber abschalten. Das ist sehr wahrscheinlich. Okay. Vorübergehend abgeschaltet. Dieser Headset Max ist damit erstmal keine Bedrohung mehr. Habe Zugriff! So, wunderbar.
Dann können wir feuern. Auf den Muton, das wäre eine Idee, wenn der schon aktiv wäre, ist er aber nicht. Die Überwachungsdrohne ist auch nicht das Problem. Der Raketenschütze, 95%. Ja, komm, Ducky. Mit panzerbrechender Munition. Das war echt gut. Aus den Latschen gehauen. Was will man mehr? Okay, wir könnten jetzt hier vorrücken. Ich rücke aus. Und nicht bis vorn schießen, weil wir nicht so weit kommen. Oder weil nicht genug Luft ist. Okay. Heißt im Klartext, wir werden hier bleiben und in Feuerschutz gehen. Jetzt geht nichts. Der Modi, der muss auf jeden Fall sich mal bewegen. Denn der ist hier gerade echt. Echt nicht gerade sicher. Und so. Und sicher sein wäre toll. So, ich will natürlich die Leute nicht aktivieren. Zumindest solange wir nicht in. Geht in Ordnung. Wo setze ich mich denn? Bin ich doof? Na gut, die sind eh nicht aktiv. Ist okay, wir versuchen es nochmal. Scanne Gebiet. Bushi geht hier vor. Geht in Ordnung. Feuerschutz. Bin dabei. So, wir werden jetzt diese Kiste doch markieren. Uns mit Zorn an diesen hier ranziehen. Warte mal, wir sind noch 5. Da drüben sind 3. 4, das heißt, es ist maximal sowieso noch eine Drohne da. Muton lassen wir ganz gepflegt sein. Die Zeit der Vergeltung ist gekommen. Ich wähle eine andere Position. Ach ja, der Mac. Das heißt, wir sehen alle. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein. Ihre Rüstung schützt sie. Wenn wir die Drohne ausschalten würden. Okay, da hat sich jetzt nur aktiviert. Nichts ist passiert. Finde ich okay. Nochmal mit der Klaue drauf. Und damit ist die Drohne tatsächlich ausgeschaltet. Gehen hier hin. Hier könnten wir schon schießen. Werden wir natürlich den Teufel tun, das zu tun. Werden stattdessen lieber noch ein bisschen weiter uns nach vorne bewegen. Wechsle Position. In den Feuerschutz gehen. In der nächsten Runde werden die aktiv sein. Jetzt sind sie es noch nicht. Pistolen, Feuerschutz, ja, vielleicht schaffen wir ja. Bestätigt. Überwachung läuft. Hier könnten wir die Kiste gleich noch markieren. Das werden wir diesmal wirklich nicht machen. Denn in der nächsten Runde markieren auch Edwin wieder. Die da. Und die da. Schade. So, also ich sag mal so, das Missionsziel kriegen wir hin. Die Blödmänner haben sich nicht bewegt. Das ist nicht so schön, wie ich gehofft habe. Dann gehe ich. Begebe mich zur Zielposition. Mit Sauron noch ein Stück vor. Hab es. Und aktiviere die jetzt manuell. So. Schmerzen im Anflug. Zwei ausgeschaltet, der Muton ist noch übrig. Böses Viech. So, okay, wir können mit Wolfman die Kiste hier oben erreichen. Das ist sehr gut. Mit einigen Leuten kommen wir dahin. Ich komme leider nicht in Sicht zu dem. Schon unterwegs. Ich bin nicht in Sicht zum Muton. Das heißt, wir werden mit leichtfüßig dahin gehen und den wegknallen. Lokalisiert. Perfekt. Ziel neutralisiert. Ich hatte nicht erwartet, dass es gleich klappt, aber ja, es hat geklappt. Mit Präzisionsschuss gehen wir auf den Mech, der ist nämlich auch noch da. Immerhin 5. Der Wolfman, wie angekündigt, wird sich hierhin begeben. Bin schon dabei. Und diese Kiste für uns sichern. Bushi, lasse ich mal ganz kurz. Vielleicht brauchen wir den noch. Die Kiste sichern wir uns auch. Und dann werde ich mal hier hochgehen, weil ich hätte den Mac doch sehr gern ausgeschaltet, bevor er wieder aufwacht. Ja. Alles klar. Reicht aber immer noch nicht. Ich drehe durch. Wir haben noch unseren Ventilator. Der kann ja Hilfsprotokoll, Gefechtsprotokoll, ne? Jawohl.
Sehr gut. Das heißt, ein Stückchen vorrücken. Du musst den nicht sehen, ne? Du siehst den ja jetzt auch nicht. Okay, ein Stückchen vorrichten. Wenn es sein muss. Gefechtsprotokoll aktivieren. Und los. Das macht ein bisschen Schaden an dem. Es macht sogar extra Schaden an dem, weil es ein Mech ist. Oder auch nicht. Aber zwei Schaden haben ja gereicht. Okay. Damit sind alle Feinde ausgeschaltet. Du kannst hier vorrücken, das Teil hier. Bestätigt. Noch mit einsammeln. Zack. So, wunderbar. Wir haben also alle Gegner ausgeschaltet. Verstärkung kommt erst in 12 Runden. Das heißt, ich werde jetzt hier die Gelegenheit nutzen, das Teil hier zu holen. Los! Ah, zack. Wir haben hier unten nichts mehr. Hm? Weiß es nicht, werden wir sehen. 4 Kisten sind insgesamt noch da. Hier hinten ist eine. Los, los, los! Kann der Ventilator markieren. Son Goku kommt langsam vor, denn wir werden Position bestätigt. Anfangen, eine Evakuierungszone aufzubauen. Das können wir hier machen. Bitte Evakuierung! Hier Firebrand, Evakuierungsanforderung bestätigt. Durchhalten. Also dann geht Sauron ein Stückchen weiter vor und nimmt sich das Teil hier mit. Ich habe es. Hier hinten haben wir eine Kiste. Da unten haben wir eine Kiste. Die Kiste da oben noch, da kann Reckoner hin. Okay, dann machen wir das so. Was ist da drüben? Wolfie kriegt die hier. So. Bushi kann eigentlich bleiben, wo er ist. Reckoner geht dahin. Und dann müssen wir eigentlich alle Kisten markiert haben. Genau, Reckoner hier eine. Black Mask unten eine. Sauron hat eine und der Mondwolf hat eine. Okay. Müsste reichen, das heißt, wir können uns eigentlich so langsam nervöser, wenn es sein muss, zur Bergungszone hin, hin evakuieren. Okay, ich gehe. So, Feuerschutz. Na los, zeigt euch! Hi. Die letzte markierte Kiste, die wo irgendwo sein sollte. Genau hier unten vom Ventilator, die hat es noch nicht mit hochgezogen. Das ist kein Ding, das reicht aber. Gut, wir gehen. Bewegung, Bewegung! Mit maximaler Geschwindigkeit Richtung Ziel. Zwei Kisten hat der Gegner sich doch noch von seinen Materialien sichern können. Okay, ich gehe. Das ist okay. Das ist okay. Ich bin ganz zufrieden damit, denn wir haben. Mache mich schnell auf den Weg. Naja, wir hatten ja okay. Erschwerte Bedingungen zu Beginn, da wir selbst noch nicht verdeckt waren oder selbst nicht verdeckt waren. Der Gegner also wusste, dass Leute im Team oder im Gebiet sind. Wir selber auch ordentlich Pech hatten. Gebe Feuerschutz, nichts. Dass nicht nur Mondwolf direkt aufgedeckt wurde, sondern ebenfalls. Naja, Tempo! Was war's? Ja, wie gesagt, wir auch ebenfalls recht schnell auf eine Drohne getroffen sind. Alles klar! Ja, gut! Ist wie es ist. Wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Beziehungsweise noch nicht ganz, aber wir werden es geschafft haben. Gehen wir auf Feuerschutz. Bestätigt! Bereit. Überwachung läuft! So. Bin dabei, Leute, gebiet euch! Wunderbar. Ihr könnt alle gleich nochmal in Feuerschutz gehen, aber erst einmal holen wir den Rest. Das wäre der Darky. Das kann ich machen. Das wäre es auch. Ne? Genau, wir sind ja nur 7 heute. Denn mit Alende ist ja ein Verletzter aus dem Alpha-Trupp. Ja gut, dann. Lade Munition nach. Dann mal los. Bitte Feuerschutz. So, wunderbar. This is Firebrand. It's time to go. 10 Kisten haben wir geborgen. 2 hat der Gegner leider bekommen. Gutes Ergebnis, finde ich. Kehre wir gehen raus. Zuweisung zurück. Alle Kommagenten in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück.
Status bestätigt. Einsatz erfolgreich. Ausgezeichnet. In Anbetracht der Tatsache, dass Mundi von der blöden Schlange umschlängelt wurde, haben wir es doch noch geschafft, ihm wieder mal nur Ablativpanzerung abzuknöpfen. Und das bedeutet, wir haben wieder einen Bonus-Reward. Es gab nämlich auch hier wieder einen Kollaborateur in der Gegend. Der hat ein paar Illyrium-Kerne schön drei Bonus-Ability-Points noch schöner. Eine makellose Mission. Wir machen ein Einsatzfoto in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal Thumbnails damit erstelle. Wie gesagt, ich produziere extrem weit vor. Deswegen ist das alles noch nicht geschehen. Auch das Konzept für die Thumbnails steht nicht. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich möchte den Bürgern von Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch kriminelle Elemente zu verhindern. Die Ältesten haben vollstes Vertrauen, dass wir jegliche Bedrohung für unseren Frieden abwenden können. So, The Dark hat ein gutes Ergebnis abgeliefert. Mundi hat auch sich nicht schlecht geschlagen. Alle haben sich nicht schlecht geschlagen. Wie gesagt, die Battery Goods Mod, die macht es natürlich ein bisschen leichter, als es manchmal sein müsste. Aber andererseits wird meine Krieger stolz machen. Genau, aber andererseits haben wir doch schon genug zu kämpfen. Ich denke mal, es schadet nicht. Zumal es sehr viele Missionen werden und wenn wir so viele Fehlschüsse, wie wir mal teilweise dabei hätten, wir hätten garantiert schon ein oder zwei Leute verloren. Das können wir uns effektiv gar nicht leisten. Insofern gut so zu wissen. Schlecht ist es auch, dass die Mutons mittlerweile auf dem Schlachtfeld angekommen sind. Mutons, eine ziemlich robuste Alien-Art mit Plasmawaffen, die machen extrem viel Schaden, wenn sie treffen. Im Nahkampf sollte man sich auch ihnen nicht nähern. Die sind böse, die Mistviecher. Wenn ich sie nicht betäube, kann ich sie mit dem Shinobi zum Beispiel nicht wegschnetzeln. Da die halt quasi den Nahkampfangriff kontern können. Ja. Sauron kriegt natürlich auch den Megakracher, wie die anderen auch. Wie die anderen Techniker. Der Mondwolf, der hat es jetzt geschafft. Nahkampf ignorieren Rüstung. Schwieriges Ziel. Oder verdeckt. Wir nehmen natürlich das mit den Nahkampfangriffen, denn, wie wir schon wissen, das Schwertchen wird am meisten eingesetzt. Schaschlik hat sich keine Beförderung verdient, aber wir haben es geschafft, 68 Vorräte rauszuholen. Das ist effektiv das, was unsere Versteckberater geschafft haben. Innerhalb der eines Monats. Gut. 16 Alien-Legierungen, 14 Alien-Illyrium-Kristalle und 2 Illyrium-Kerne sind noch dabei. Ein Stecher und ein fortschrittlicher Stecher. Ja, nehmen wir mit. Gut, mit 124 Vorräten könnte man eigentlich überlegen, kein Energiegerät zu bauen. Das reicht immer noch nicht, um hier das Trainingszentrum reinzuballern. Gut, ist dann eben so. Wäre schön gewesen, ist noch nicht der Fall. Gucken wir weiter. Gut. Aber erst in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Die Mission war nicht die leichteste, aber wir haben sie doch gut gelöst. Und ja, wie gesagt, mir ist schon klar, dass die guten Zielwerte, dass das Battle Recruits Teil enorm für mich vereinfacht. Aber bei den vielen Fehlern, die ich mache, ich bin ja auch kein Profi. Ihr verzeiht mir, dass ich auch mal so vereinfachte Mods mit drin habe. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, tschüss.